was in dieser Folge passieren wird. Windschatten muss mich auch abdecken gegen Verstappen, der anscheinend mehr Windschatten hat oder schneller angeschossen kommt als wir hier. Und da versuchen wir es tatsächlich reinzugehen. Das funktioniert aber nicht. Ich verschätze mich hier und ditch voll ans gegen die Mauer. So eine Scheiße, Leute. Und wir verlieren hier tatsächlich vor der Ziellinie. Ich kann nicht mehr lenken. Es geht nicht lenken. No way. No. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem wunderschönen Las Vegas. Zum zweiten Mal sind wir hier in Season 2 unserer F1 23 My Team Karriere. Natürlich wieder mit Audi geht's wieder in die Stadt der Casinos nach Nevada. Einfach nur genial hier, oder? Der Eiffelturm nachgebaut. Und hier haben wir die Strecke. 6,1 Kilometer, davon nicht vergessen, ewig lang. 17 Kurven, 2 DRS-Zonen. Das wird auf jeden Fall heute wieder ein spaßiges Rennen. Außer du hast keinen Windschatten oder DRS, dann hast du irgendwie nicht viel Spaß. Zumindest zwischen Turn 12 und Turn 40. Let's go hier mal ins Qualifying rein. Letzter Run, take off 5 Minuten vor Schluss. Und wir sind aktuell nur für den 14. Platz. Run 1 war nicht clean, war nicht so optimal. Ich fahre ja auch immer gerne andere Linien, mehr Sprung mit rausnehmen und so weiter. Dennoch, die Strecke macht Bock. Sie ist sehr spaßig, muss ich sagen. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns gut qualifizieren können. Let's go hier mal rein. Links diese Weltkugel, die wird wahrscheinlich echt sehr genial werden. Also ich kann mir da echt gut vorstellen, dass wir da echt geile Rennen sehen werden. Hier spare ich meine eigene Linie. Track Limits, keine Sache. Das ist Cutten, nicht... Eventuell, ja, ganz knapp die Streckenbegrenzung ausluten. 14. konnten wir hier finden, jetzt geht's runter hier. Ich glaube links, das sieht mir aus wie ein Flughafen, glaub aber auch nicht, dass es ein Flughafen ist, weil was würde der mitten in der Stadt machen? So, dann geht's hier runter und Karten ist auch hier wieder das große Thema. Wer die Kurve am besten schneidet oder der die Curbs, also am besten aus den Kurven rauskommt, hat hier eigentlich schon gute Karten. So, da landet hier diese ewig lange Geraden, wo ich auch vorhin meinte, wenn du hier keinen Windschatten oder irgendwas hast. Und das trifft sich gut. Wir haben vor uns einen, der uns sogar noch bis zur Ziellinie ziehen wird. Es ist Lewis Hamilton, der wird das auch uns unfreiwillig machen, aber trotzdem juckt mich nicht. Der zieht uns hier bis zur letzten Kurve. Jetzt geht er aber in die Box. Ich wollte mir den Toe gönnen und da geht's jetzt noch einmal hin. Schauen wir mal, wo die Uhr stehen bleibt. Aktuell mal Purple. 1,2. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Verstappen, Sainz, Gasly, Hamilton, Ocon, Russell, Michael Schumacher, Magnussen, Oscar Piastri, Bottas, Hülkenberg, Stroll, Tsunoda, Norris, Joe, Doohan, Albon, Sargent und Nick de Vries. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Zeit. Und es hat tatsächlich funktioniert. Wir starten hier wirklich von der Pole mit knappen 4/10 Vorsprung. Lights out und es geht direkt los. Wir konnten hier uns auch beweisen beim Start, jetzt auch in Turn 1. Hier lasse ich Ihnen genug Platz für Checo Perez, auch Leclerc und Verstappen sind hinten nach. Sainz auch. Das wird eine harte Sache werden, die das ganze Rennen hinten zu halten. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal. Motor scheint leider wieder ein bisschen abgenutzt zu sein. Das ist natürlich jetzt gar nicht gut. Das ist genau das, was man nicht hören will in der ersten Rennrunde. 18 Runden sind es zu gehen und ja, mit dem habe ich nicht gerechnet, dass Perez da wirklich bis zur letzten Sekunde drauf hält. Dranbleibt und nun irgendwie überholen will. Ja, das ist auch nicht so meine Art. So, da jetzt hier dann noch einmal in diesen Mittelsektor und ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwie schaffen bis zur DRS Enable, also bis das DRS endlich aktiviert ist, dass wir dann schon weg sind von dieser Konkurrenz. Das wird nämlich sonst ein sehr langes Rennen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir gucken uns die Startbibel nochmal an mit Perez hier aus Start 3-1 und ja, die letzten Starten in der letzten Kurve, das ist auch interessant, das Spezielle hier. Und es geht hier lange um diese erste Kurve rum und da hatten wir eigentlich tollen Vorsprung, nur diese Exit, da bin ich ein bisschen weit gegangen, wollte mehr Zeit und da war halt Perez direkt dran.
Und hier war er dann auch schon drinnen in diesem Leck, in diesem Loch. Ich muss deswegen auch ein bisschen verzögern und boah, Halleluja, ist die Mauer da knapp gekommen. Das ist wirklich haarscharf. Wir sind in der zweiten Runde, haben hier eine knappe halbe Sekunde Vorsprung. Verstappen hat ein bisschen abreißen lassen. Das sind schon über 3 Sekunden. Jetzt aber, Leute, wir fahren hier um den Sieg, der natürlich alles andere als gut. Das haben wir schon mal überlebt. Ja, rutschen wir richtig drüber jetzt. Jetzt wird der erste Angriff kommen, denke ich mal. Checo Perez wird ansetzen, oder? Oder setzt er an? Nein, das reicht noch nicht. Turn 1 ist halt immer eine gute Möglichkeit zu überholen. Perez natürlich mit der schnellsten Rennen und er hat dann ein paar Zehntel aufgeholt. Jetzt hier in Turn 1. Jetzt ist auch das DS aktiviert. Toll wäre es, wenn wir so einen Vorsprung wie gegen Verstappen hätten, denn der kämpft sich so ein bisschen gerade gegen Leclerc ab. Also da geht es hin und her, hin und her, hin und her. Und ja, sowas hätte ich auch gern, dass Perez da auch mit dabei wäre. Ja, aber das wird eine harte Nummer werden. Checo Perez hier noch 15 Runden hinten zu halten. Also, boah, das wird mega. Ein mega Projekt. Hier noch einmal durch. Sadala, wieder auf der Geraden. Perez schon in die Box gegangen. Auf die weißen Reifen. Also, das wird eine sehr interessante Sache werden. Verstappen, 2,3 Sekunden Rückstand. Das hat sich jetzt eingependelt gegen Charles Leclerc. Und wir sind... Ja, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Die Zeiten sind zwar okay, das Ding ist halt natürlich, wir kommen hier einfach ohne Windschatten, ohne irgendwelche Hilfe nicht vom Fleck weg. Das ganz andere, jetzt ist wieder Leclerc vorbei. Die kämpfen da auch Standard die ganze Zeit, also wirklich 13 letzter wieder. Ich denke mal auch, dass Verstappen es eventuell jetzt wieder versuchen wird. Es gibt ja doch wieder DS und da sind es nur noch eine Zehntel, ein paar Tausendstel. Hat aber nicht gereicht für Verstappen. Jetzt ist wieder Verstappen vorne. Jetzt sind wir auch schon in Runde Nummer 6 hier. Die letzte Kurve ist wirklich immer eine Sache. Du kommst so unfassbar nah an die Mauer dran. Und jetzt werden wir auch bald in die Box gehen. Wir sind jetzt noch 12 Runden vor Ende. Und ja, die gelben würden dennoch ein bisschen länger halten. Da bin ich mir fast sicher. Und 1,7 Sekunden zu Verstappen. Der holt zwar immer wieder ein bisschen auf. Aber ja, wird dann wieder ein bisschen von Leclerc gebremst, wenn der ihn dann wieder angreift oder überholt. Das geht auch die ganze Zeit hin und her zwischen den beiden. Zwei Raufbolde halt, 5 Zehntel Trendy. Auch Sainz sagt jetzt schon langsam, grüß Gott, Jungs. Also ich will auch damit spielen und ja, wir könnten eigentlich so ein ruhiges Leben da vorne haben. Nur die Pace von diesem Audi stimmt noch nicht ganz. Auch ich glaube, Michael ist nicht so gut unterwegs heute. Also der dürfte hinter den Mercedes und hinter dem Albon sein, also das sollte dann der siebte, nein, das muss eigentlich dann der achte Platz sein. Und wir, ja, müssen jetzt ein bisschen gucken, abschätzen, wie viel Zeit wir noch verlieren wollen und vor allem, ja, wenn ich jetzt zu viel reinkomme, ist das halt wieder so eine Sache. Du kommst ja nicht vom Fleck, du bist dann irgendwie eingeengt im Mittelfeld, musst halt wirklich hoffen, dass du in eine der beiden Lücken, wie es da unten links ist, kommst. Und wenn wir da nicht reinkommen, ist das wieder dann so schwierig, irgendwie nur vorbeizukommen. Doch eins ist fix, Verstappen und Leclerc kommen immer näher. Im Schlepptor mit haben sie sogar noch Sainz und Gasly und jetzt, ja, zieh ich die Reißleine. Wir werden in die Box gehen. Ich will nicht in der nächsten Runde noch ein, zwei Zehntel verlieren und das ist, dann ist dann Max vorbei oder so. Ich will nicht so einen dummen Fight machen. Das kostet nur unnötig Zeit und macht halt die Tür für viele andere Teams auf. Da gehen wir jetzt rein. Ich würde auch sagen, das ist gut, da haben wir 11 Runden mit den gelben Reifen zu fahren, das sollten wir auch schaffen. Wir sind auch die Ersten und wie scheint die Einzigen von der Spitzengruppe, die reinkommen. Perez, seine Strategie, boah, die ist sehr interessant, der ist erst Vorletzter, Drittletzter, also der muss da wirklich noch angasen. Wir kommen hier gut durch, 2,3 Sekunden Standzeit. Jetzt mal schauen, die Ersten werden jetzt in die Box kommen, wir haben hier... Ja, eigentlich freie Fahrt, keiner hinter uns, keiner vor uns. Wir sind in die zweite Lücke reingefallen. Das ist natürlich sehr toll. Das ist wirklich gut. Hier können wir uns mal frei bewegen. Hier können wir mal unser eigenes Tempo fassen und vor allem auch die Reifen ordentlich ans Limit bringen. Aber auch nicht zu, nicht zu heikel oder halt zu schnell ans Limit bringen. Ich glaube, die Spitze ist in der Box. Red Bull, Mercedes und auch ein Ferrari, jetzt wird es interessant, kommen wir vor den Jungs raus, ich denke schon mal, aber wie viel haben wir gewonnen, verloren,
Also das, oh, der Dietschmühl gegen die Mauer, das ist gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Also vor uns wird Stroll und Hülkenberg und jetzt noch einmal. Die restliche Spitze ist in der Box und dann wird sich das Ganze hoffentlich mal sortieren. Michael jetzt auch drin, der geht auf Weiß. Der bleibt 10 Runden mit dem roten Reifen draußen, dass er dann auf Weiß geht. Perez, 5. Platz, hat sich nur Geld geholt. Wird das reichen für Perez, dass der die Runde durchfahren kann? Der war in Runde 5 oder 4 sogar. In Runde 4 war er da drinnen, also 14 Runden mit dem gelben Satz, das wäre auf jeden Fall ein Top-Wert. 3,6 Sekunden und Verstappen und Leclerc machen schon wieder. Die zwei ruinieren sich eigentlich das Rennen heute, weil sie gegeneinander kämpfen. Also das muss ich ganz klar sagen. Wir können hier easy vorne uns halten. Nur weil die beiden hier die ganze Zeit irgendwie aneinander geraten. 4 Sekunden Vorsprung, 8 Runden sind es noch zu gehen. Es könnte so schön sein. Doch, ich denke mal, es wird bestimmt noch anders. Hier Runde 10 und ja, 3,9 Sekunden sind wir jetzt vor den Red Bull. Das wird sich aber bestimmt wieder ändern, denn jetzt ist wieder Leclerc, der hier am Zug ist. Der wird jetzt wieder vorbeischießen mit dieser ewig langen DRS-Zone. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht anders vorstellen, als dass der da wieder, ja, ist schon wieder vorbei. Das ist natürlich gar nicht gut für die beiden Jungs. Und auch für die, generell für beide Jungs, denn so holen auch Sainz, Hamilton und Perez auf. Und Hamilton hat gerade Sergio Perez überholt. Ist das schon ein Zeichen, dass die Reifen eingehen oder vielleicht doch nur ein DRS-Wohlmanöver? Ich weiß nicht, das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Jetzt ist auch wieder Gasly auf dem 5. Platz und ich bin mir nahezu sicher, dass sich da noch einiges ändern wird. Und gerade der Vorsprung, ich habe hier schon zum Rudern, die Strecke schaut wirklich einfach aus. Ist sie eigentlich auch. Aber man muss auch sagen, die Strecke hat eins wirklich. Länge. Das ist so unheimlich lang hier. Und die Reifen, ja, die werden, es ist zwar nicht so schlimmer Reifenverschleiß wie in Katar, aber man muss schon sagen, es ist echt ein überdurchschnittlicher Reifenverschleiß. Und ob das bis zum Schluss reichen wird alles, das werden wir dann sehen. Bei Perez mache ich mir echt auch Gedanken. 12. Runde. Und wir mussten ein bisschen Zeit einstecken gegen Verstappen, der sich jetzt, ja, mal wieder durch gegen Leclerc durchsetzen konnte, aber es sind jetzt nur noch 2,7 Sekunden circa. Also es geht da immer wieder auf und ab und natürlich habe ich eine große Angst, wenn das jetzt so rapide weiter runtergeht, dass das noch eine enge Nummer werden wird. Also auch Sainzi, der wird sich bald einmischen, denn der ist auch nur noch, ja, eine knappe, 2 Sekunden jetzt hinter den beiden und das wird eine interessante Endphase geben, da bin ich mir beinahe sicher. Da bin ich mir zu 100% sicher. Wo ist denn der Michael schon wieder? Das kann es nicht sein, der ist schon wieder nicht da. Guckt euch das an, der kurft schon wieder da hinten irgendwo herum. Punkte sollte es geben, aber gerade auf einer Strecke, wo unser Auto wirklich toll funktioniert, das muss ich auch zugeben, der Hinterreifen ein bisschen mehr Verschleiß als die Vorderreifen. Jetzt ist gelb, ja, hilft leider nichts. 15. nur noch zwischen Verstappen und mir. Guckt euch den Abstand an. Sainz und Leclerc. Leclerc ist ausgeschieden, deswegen hat jetzt auch Verstappen die besten Karten hier. Der ist nur noch eine halbe Sekunde hinter uns und der hat wirklich die letzten Runden gepaced ohne Ende. Der wird uns das Leben unnormal schwer machen. Guckt euch das mal an. Und da links, aber wir sind fast auf Augenhöhe. Jetzt kann ich ihn ein bisschen vors Auto ziehen. Aber ja, das hat jetzt eh nicht viel gereicht. Also der wäre da, glaube ich, auch aktuell nicht mehr vorbeigekommen. Der hat da nicht mehr so viel Schwung gehabt. Den habe ich mit dem ersten Abdeck mal über weggenommen. Jetzt wird es allerdings reichen, denke ich mal. Jetzt ist, boah, außen, geht noch nicht. Aber ja, Max jetzt 4 Runden hinten zu halten, das wird ein Mammutprojekt. Da bin ich mir nahezu sicher, dass das mit Verstappen hardcore werden wird. Jetzt mal hier konnten wir uns ein bisschen Luft verschaffen. Ich weiß aber auch, dass hier diese Geraden echt eine tolle Möglichkeit ist zum Überholen. Hat nicht gereicht für ihn. Jetzt ist Sainz aktuell auf dem 2. Platz, aber auch Verstappen mit 7 Zehntel Rückstand. Das wird eine keine entspannte, sondern eher eine sehr druckhafte Endphase. Hier durch diesen Sektor durch. Ja, da konnten wir auch noch. Da bin ich auf diesen Curb draufgekommen. Und es wäre wirklich so schön gewesen, wenn Leclerc und Verstappen bis zum Schluss einfach gefeiert hätten und uns hier in Ruhe gelassen hätten. Doch, das so ist es nicht gekommen. Sainz jetzt einfach auf den 2. Platz, er ist der größte Gewinner dieses weirden Hin und Hers der beiden. Und ja, Sainz fährt hier schon Kampflinie, der will hier unbedingt an mir vorbei.
Da hinten wird schon wieder gelb. Da scheidet der Nächste aus. Das ist ein Alpin, oder? Ja, das stellt... Nein, es ist nicht ein Alpin. Es ist ein Alpha Tauri. Aber jetzt mal hier. Sainz geht außen vorbei. Jetzt hängen wir uns aber hier wieder in den Windschatten rein. Wird das noch reichen für einen Switchback? Ich bin mir da sehr unsicher. Ja, da gehen wir in eine andere Linie. Mehr Sprung eventuell. DRS, glaube ich. Ah, das ist weit weg. Das ist sehr weit weg. Halleluja, verlieren wir hier tatsächlich das Rennen in der letzten Runde. Das wäre natürlich unfassbar bitter. Das wäre wirklich so unheimlich scheiße. Also wenn wir verlieren, dann richtig. Dennoch Verstappen klebt uns hier an unserem Auspuff dran. Das wird eine sehr hardcore Endrunde werden. Vielleicht aber doch. Auf der langen Geraden haben wir da doch die besseren Karten. Hier sind wir nun auf der ewig langen Geraden. Wir sind zwar 7,5 Zehntel hinten, aber es könnte dennoch reichen. Windschatten, DRS on und jetzt auch ein bisschen ERS. Ich weiß, da ist nicht viel da, aber ich muss mich auch abdecken gegen Verstappen, der anscheinend mehr Windschatten hat oder schneller angeschossen kommt als wir hier. Und da versuchen wir es tatsächlich reinzugehen. Das funktioniert aber nicht. Ich verschätze mich hier und ditch voll ans gegen die Mauer. So eine Scheiße, Leute. Und wir verlieren hier tatsächlich vor der Ziellinie. Ich kann nicht mehr lenken. Es geht nicht lenken. No way. No way. Welcher Platz ist das? Und sind wir noch am Podium? Mann, das kann es nicht sein, Leute. Durch diesen beschissenen Flügelschaden. Dieser echt dumme Ausfall hat uns hier jetzt wirklich den Sieg gekostet. Das ist wirklich, ich meine, das ist so bitter, oder? Das ist echt bitter. Runde 15, das war noch gegen Max Verstappen. Und ja, da ging es eigentlich auch noch. Der ist schön immer guter Fight hier auch clean geblieben. Das wundert mich auch. Also, dass da wirklich auf so einem hohen Niveau alles clean bleibt. Und ja, dann hier Runde 17 war schon wirklich ganz knapp zwischen uns dreien. Und da waren wir wirklich schon... wirklich am Limit. Also ich habe ja vorher keinen Druck gekannt und dann auf einmal waren die Jungs hier beide. Und was dann hier genau auf der gleichen Geraden in Runde 8 passiert ist, hätte nicht sein müssen, denn ich hätte einfach easy den zweiten Platz mitnehmen können. Ditch hier gegen die Mauer, will einfach zu viel, fahre hier gegen dieses scheiß Beton. Noch muss ich auch sagen, gut, dass nichts passiert ist, aber ja, durch diesen Flügelschaden kommen wir dann auch nicht mehr richtig. Ich war ja auch außen auf der Trekkingbahn und kann hier einfach nicht richtig einlenken und zerschell hier. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Ein Finish der Geschichtsbücher, aber natürlich nicht für die guten Geschichtsbücher. Auch Michael holt 6 Punkte. Tolles Ergebnis, hat sich dann noch gegen Kevin Magnussen was. Ich hätte echt gedacht, dass das hier Albon wäre. Durchgesetzt. Sehr, sehr stronges Ergebnis auch von ihm. Aber ja, natürlich ist der zweite Platz auch ein Top-Ergebnis. Max Verstappen verliert ein bisschen Boden in der Weltmeisterschaft. Wir können gegen Alpine noch ein bisschen mehr rausholen, aber ich denke mal noch Mercedes. Da müssen wir uns geschlagen geben. Das ist der zweite Platz, 18 Punkte. Was für ein geiles Ergebnis. Michael, guter Job wieder. Und wir nehmen als Team einfach mal 24 Punkte hier mit. Also das ist wirklich sehr top. 40.000 Schaden ja natürlich durch die komplette kaputte Vorderachse ist dann, ja, natürlich der Schaden umso höher.
Hier werden wir noch ein bisschen investieren. Motor ist ein Teil gut gegangen, haben wir aber auch den besten Antrieb schon. Eher bei Chassis und bei Aerodynamik. Also bei Aero sind wir im Mittelfeld, bei Chassis komplett am Ende. Also da sind wir wirklich ganz, ganz hinten unterwegs. Und das müssen wir dann noch ein bisschen verbessern, würde ich mal sagen. Jetzt aber mal hier zurück zur Personalisierung. Das akzeptieren wir mal. Ich würde aber dennoch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das sollte dann wirklich morgen oder übermorgen. Ich hoffe, dass wir nach dieser Season wirklich endlich um den Titel mitfahren können in der nächsten. Da habe ich mir auch viele Special-Sachen überlegt. Abonniert deswegen auch gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Daumen da. Und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links immer alle unten in der Bio. Danke für euren Support. Wir sehen uns morgen oder später hier wieder und ciao.